Hallo, liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir werden uns gemeinsam vom 1. bis zum 15. November anschauen in Sache Liebe, aber nicht nur die Liebe zwischen dir und deinem Partner oder falls du jetzt Single bist, sondern einfach diese zwischenmenschliche Beziehung, ne? Ob es hier mit der Familie ist, Geschwister, das ist ja klar, auch gute Freunde, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Liebe Zwillinge, du weißt aber auch ganz genau, dass nicht alles auf dich zutreffen kann, ne? Das musst du immer mitbedenken, ne? Das ist eine kollektive Legung, von dem her ist es für dich auch richtig, ne, dass du dir nicht nur dein Sonnensternzeichen anhörst, sondern du kannst dir hier dein Aszendent, dein Mondsternzeichen, aber auch dein Venussternzeichen. Der spielt nämlich auch eine große Rolle, ne? Okay, dann starten wir jetzt. Das war mir auch wichtig, ne? Das erwähne ich jedes Mal. Okay, wir fragen die Intuitionskarten, wie es sein wird vom 1. bis zum 15. November im Kollektiven für die liebe Zwillinge, ne? Mal schauen, was sie uns preisgeben, ne? Wunderschöne Karten, wirklich, die reden mit einem so wunderbar. Mal schauen. Kein Wunder, dass sie auch Intuitionskarten heißen, ne? Der Intuition quasi. Du bist intuitiv. Du folgst deiner inneren Stimme bei diesen Karten. Das stimmt. Mal schauen, für die liebe Zwillinge im Kollektiven. Vom 1. bis zum 15. November. No, ich muss gerade so lachen. Guck mal hier, Intuition. Sag mal, habe ich das gerufen oder was? Ey, manchmal bin ich wirklich, also ich bin baff, ne? Ich bin wirklich baff. Okay. Intuition, folge deiner inneren Stimme, liebe Zwillinge. Folge nicht der Logik. Ne? Du sollst hier nach deiner Intuition gehen. Guck mal, die Logik sagt, geh mal nach links. Ne? Sehe ich das richtig von mir aus? Ja. Von mir aus, ne? Ja, genau, so ist es. Von dir aus kann das gerade andersrum sein, aber auf jeden Fall, die Intuition sagt hier, geh nach rechts. Das spielt gar keine Rolle, ob du links oder rechts gehst. Das ist so eine Sache vom Dualismus, jedes Mal. Das sage ich immer wieder und erwähne es. Ne? Liebe Zwillinge, du sollst hier deiner innere Stimme folgen, wie wir gerade eben gesagt haben, ne? Das ist das Allerwichtigste. Deine innere Stimme wird dich niemals anlügen. Das Logik, ne? Quasi das Logische, diesen Verstand. Du bist ja im Luftelement, das ist ja klar. Aber trotz dessen, ne? Manchmal dürfen wir nicht nur auf den Verstand ziehen. Der Verstand versucht uns immer auch einen reinzuwischen, oder? Versucht uns irgendwie, ja. Ich sage jetzt nicht in den falschen Weg zu bringen, aber du könntest dann quasi irgendwie dich selbst sabotieren. Sagen wir mal so, ich sage das dir mal in den besten Worten, ne? Und guck mal, du hast hier zwei, das ist eindeutig, du hast hier mit Entscheidungen zu tun, ne? Das darfst du nicht vergessen. Die zwei bringt immer dieses Dualismus. Und die eins hinten. Zuerst musst du die zwei verstehen, ne? Die hast du vorne. Und dann die eins, dieses Bewusstsein. Du bist bewusst, dass dieser Dualismus nur hier existiert. Nur in dieser Maya-Illusion, ne? Und dann hast du eine Quersumme von drei. Diese neue Sichtweise, diese dritte Sichtweise, ne? Du gehst nicht mehr nach links, du gehst nicht mehr nach rechts. Das ist dir Wurst egal, aber Hauptsache, du gehst nach deiner inneren Stimme. Du folgst deiner inneren Stimme. Ich mache dir jetzt nur ein Beispiel, lieber Zwillinge. Du hast irgendeine Priorität in deinem Leben. Es geht gerade in irgendeiner Situation, ne? Du machst dir Sorgen oder du hast irgendeine Situation, die mit Höchstwahrscheinlichkeit deine ganze Aufmerksamkeit braucht, ne? Und da musst du wirklich nach deiner Intuition handeln, nicht nach deiner Logik. Ich sage nicht, dass Logik hier falsch ist. Nee, bitte mich nicht falsch verstehen. Wir sind nicht umsonst hier. Wir haben nicht umsonst einen Verstand. Aber du sollst den Verstand benutzen, ne? Das ist ja auch klar. Du solltest deinen Verstand benutzen, wenn du ihn wirklich brauchst, ne, um Dinge zu bewältigen. Aber wenn es um Situationen geht, vor allem um Herzensangelegenheit, wir reden hier über Emotionen, Gefühle, da kannst du nicht immer mit der Logik den Treffpunkt treffen. Das geht nicht. Du kannst nicht immer treffsicher gehen, ne? Und deswegen ist es so,
Frag deiner innere Stimme. Du wirst schon eine Antwort bekommen, ne? Und was haben wir hier? Zurückhaltung. Guck mal, ganz eindeutig. Das widerspiegelt sich hier. Das ist perfekt. Diese Karte möchte dir hier sagen, nimm dich mal zurück. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nur als Beobachter da sein solltest, ne? Sondern du solltest erstmal die Situation richtig betrachten. Dich zurücknehmen, diese Perspektive sehen und dann dich für das entscheiden, was für dich richtig ist. Das ist noch nicht dein Moment, das ist noch nicht gekommen, ne? Weil du hast auch die Quersumme von 7. 7 ist auch eine Zahl, die uns sagt, es ist eine Pause da. Nicht immer, ne? Nicht immer, das ist ja klar. Aber in deinem Fall schon. Wir haben ja wirklich, wie gesagt, hier haben wir eine Karte, die uns sagt, dass wir uns zurücknehmen sollen. Dass wir einfach auch warten sollen, ne? Was bringt uns die Situation, bevor wir agieren? Bevor wir hier etwas Falsches machen, ne? Mit dieser Logik. Vielleicht kannst du ja etwas kaputt machen, ne? Und deswegen sind ja auch Karten dazu da, um zu meditieren. Das ist ein Instrument. Die werden dir helfen. Nimm dich in Acht. Nimm dich mal ein bisschen zurück, nimm dir mal eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise, ne, und beobachte die Situation. Und dann kannst du agieren. Du hast ja nämlich auch 6, die Vollkommenheit. Das ist eine schöne Zahl, ne? Die 6. Und die 6 kann dir auch diese Stabilität auch wiedergeben, ne? Aber zuerst musst du wirklich auch bewusst werden, ne? Bewusst werden von dir selbst, ne? Das ist ja auch klar. Und auch von dieser Sichtweise, was du gerade beobachtest, ne, was du gerade für eine Situation hast, das kannst du nur wissen, liebe Zwillinge, das kann ich dir nicht sagen, ne, ich weiß ja nicht, was gerade bei dir zu Hause abgeht, ne, das setzt du jetzt bitte um, das hat aber auch, wie gesagt, mit deiner Liebessituation, auch zwischenmenschlich, zwischen dir und einer anderen Person, eine Freundin, ein Freund, ein Verwandter, Bekannter von dir, ne, das jetzt irgendwie eine bestimmte Situation ist, ne? Okay, machen wir weiter mit den Emotionen und den Gefühlen. Ich frage mal die Orakelkarten, wie es dir gehen wird, ne? Emotionsmäßig, gefühlsmäßig für die liebe Zwillinge. Mal schauen, was sie uns geben. Vom 1. bis zum 15. November. Und bitte nicht vergessen, liebe Zwillinge, wir haben quasi, heute ist Montag, ja, heute ist Montag, du wirst das Video heute sehen und morgen ist ja Neumond in Skorpion. Das ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Du kannst so viel anlegen, du kannst so viel an Samen anlegen und danach wirst du ja quasi entweder das Positive, da haben wir wieder diesen Dualismus, aber das ist ja klar, ne? Entweder du nimmst das Positive, was du angelegt hast, oder das Negative. Wenn du jetzt irgendwie falsch gehandelt hast, ne, dann hast du auch quasi die Konsequenzen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So, für dich vom 1. bis zum 15. November, für meine liebe Zwillingmenschen da draußen. Ja, meine Kinder sind beide Zwillinge. Ich sage ja, das ist wirklich ein innovativer Sternzeichen. Ich sage das immer wieder, ne? Also meine Kinder sind immer, wie sagt man das? Ja, man kann das gar nicht beschreiben. Erfinderisch, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ja klar, Kinder sind ja nun mal anders, ne? Aber trotzdem, dieses Sternzeichen macht schon viel aus, ne? Man merkt schon, dass sie auch Zwillinge sind. Man merkt das sehr gut sogar. Okay. Aber die haben ja nicht nur diese Energie, ne? Das ist ja auch klar. So, da sind schon Karten gefallen. Da sind schon Karten gefallen für euch. Wir wollen sie, oh, Pazienza Felicita, wow, schön, schön. Guck mal, wenn du ganz viel Geduld mitbringst, und ich glaube, du hast diese Geduld, ne? Du bringst diese Geduld, du sagst, ich muss auch geduldig sein in irgendeiner Situation, oder du hast wirklich sehr viel Geduld mit dir gebracht, ne? Quasi, du hast wirklich gekämpft, ne, um das zu erreichen, was du jetzt erreicht hast, weil du bist hier glücklich, Felicita, es gibt hier keine andere Wege, das zu erklären. Wow, okay, hier sind zwei Menschen, die sich wieder nähern.
die sich wieder zusammenfinden. Das muss jetzt nicht der Partner sein. Bitte nicht falsch verstehen. Man sieht hier diese zwei Menschen, ne? Quasi ein Mann und eine Frau. Aber das musst du nicht unbedingt umsetzen, ne? Wenn du jetzt sagst, guck mal, ich hatte ein Problem mit meinem Bruder, ich hatte ein Problem mit meiner Schwester, ich hatte ein Problem mit einer guten Freundin. Und jetzt, ne, sind wir uns näher gekommen. Jetzt findet, wie gesagt, die Beziehung, dass das, was kaputt gegangen ist, das ist wieder da. Ne? Das ist ja nicht wie früher, das ist normal. Aber hier ist, ne, eine Zusammenfügung von zwei Menschen. Ne? Ob das jetzt deine Schwester ist, ein Bruder, ein guter Freund, ne? Oder auch der Partner oder die Partnerin. Ne? Das könnte hier aber auch gut sein, dass du, weil das ist ja klar, wir haben auch Wünsche. Wir äußern diese Wünsche. Ne? Ich spickel mal ganz kurz drunter. Na, shit, hier könnte auch eine schöne Beziehung entstehen, ne? Falls du jetzt sagst, es ist ja klar, wir sind hier in der Liebessituation, wir schauen uns hier deinen Liebesbereich. Du hast jemand kennengelernt, du hast jemand Neues kennengelernt und zwischen euch zwei entsteht gerade etwas, ne? Oder du wünschst es dir so sehr. Deswegen sage ich ja, manchmal haben wir Wünsche. Wünsche, die sich dann quasi in diese materielle Ebene, ne? Dank den Karten sieht man das, ne? Unser Unterbewusstsein, ne? Der hier etwas manifestieren möchte. Das Wunsch, ne? Das Wunsch, dass diese Person hier eventuell zurückkommen kann, sich nähern kann. Aber ich vermute ganz stark, dass hier wirklich, ne, eine Person zurückkehren könnte. Eine neue Person. Na, shit, da hier entsteht etwas. Wow, wunderschöne. Wunderschöne Karten. Wir schauen uns kurz die drunter auch, weil das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist auch positiv, kann man auch positiv. Ja, die Mente, guck mal, habt ihr hier etwas geklärt oder wird hier etwas geklärt zwischen dir und dieser Person? Die passen hier perfekt, die sind alle in Resonanz, die Karten. Also hier könnte wirklich etwas entstehen, eine neue Liebe. Man kann hier wirklich diese alte Beziehung, diese alte Emotionen, das was war, ne, in eine neue Phase bringen, ne? Das ist ja klar. Man kann nicht das Alte wieder zurücknehmen, sondern wir nehmen das Neue, ne, und machen daraus etwas Schönes, ne? Entweder ist es hier mit jemanden, den du schon kennst, ne? Das könnte hier, wie ich ja vorhin erwähnt habe, eine Bruder, eine Schwester sein, ein Freund, oder das könnte hier auch dein Partner sein, dein Ex, ne? Du sagst hier, guck mal, wir haben wieder einander gefunden. Wir haben wieder einander gefunden. Wir können einfach nicht auseinandergehen. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Ne? Oder die andere Variante: Du hast hier jemand kennengelernt, weil du bist ja auch irgendwie im siebten Himmel. Ne? Das wird auf dich zutreffen. Das könnte auch gut sein. Du sagst, liebe Zwillinge, nö. Bis jetzt ist die Situation nicht sehr schön. Ne? Ja, aber das wird halt kommen. Ne? Das ist ja klar. Wir fragen hier die Karten und die Karten sagen hier, dass du, wenn du wirklich ganz viel Geduld mitbringst, ne? Und diese Geduld bringt dich hier. Diese Geduld hat dich hier gebracht. Auch wenn du sagst, ich habe gekämpft, ne? Das ist ja klar, dass von nichts nichts kommt, ne? Liebe Zwillinge, du kannst nicht einfach dastehen und warten, ne, dass sich alles manifestiert, sondern du musst ja auch was tun. Du bist der Kreator. Und wie gesagt, guck mal, wie ich dich hier sehe. Das sieht so aus, als würdest du hier wirklich wissen, was du möchtest, ne? In diesem Meditations, wie kann man das sagen? Ja, Pose. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und du ganz genau weißt, dass du mit der Geduld, ne, wenn du in dir hineingehst, ne, das Ganze mit dieser innere Stimme, dass du sagen kannst, ja, ich möchte hier wieder Kontakt oder ich nehme mir diesen Kontakt zu dieser Person, ne? Klar, du hast vielleicht dich auch zurückgenommen. Du hast dich zurückgezogen, hast erstmal die Situation betrachtet, hast die Situation valutiert und dann hast du agiert. Oder das wird noch kommen, ne? Das ist ja klar, ich sehe hier alles und jetzt, aber guck mal, wie die Karten hier total in Resonanz sind. Du gehst in deine innere Stimme, quasi, Entschuldigung, du gehst in dir, hörst auf deine innere Stimme. Und du findest in deiner inneren Stimme die Antwort auf das, was du suchst, ne? Und du bringst hier auch ganz viel Geduld mit. Du setzt dich ja hin und lehnst dich auch mal zurück. Das ist ja klar. Du kannst nicht sofort agieren, ne? Und guck mal, Chiarimento.
Chiarimento ist eigentlich immer gut. Man klärt hier alles auf. Man braucht hier diese Aufklärung, ne, zwischen dir und dieser Person. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, liebe Zwillinge, aber du setzt das um, weil das ist ja letztendlich deine Situation. Die Karte ist gerutscht. Guck mal, hier ist auch jemand oder du warst bis jetzt sehr traurig, ne? Das könnte auch gut sein, dass du das dir so sehr wünschst, dass diese Person kommen wird und mit dir das klären wird, ne? Das könnte auch gut sein, dass du das dir vorstellst, ne? Dass du endlich wirklich glücklich sein möchtest, aber du musst auch die Dinge aufklären, ne? Du musst hier irgendwie, das ist ja dann auch klar, dass man hier auch Richtung dieser Logik geht. Ne? Man muss hier auch reden, man muss hier auch kommunizieren. Man braucht hier auch Fakten. Ne? Und das könnte gut sein, dass du das dir so sehr wünschst. Ne? Falls du jetzt sagst, ja, ich bin wieder mit dieser Person zusammen oder wir versuchen wieder zusammenzukommen, das ist ja wirklich sehr schön, weil hier kann etwas entstehen. Hier kann eine neue Liebe entstehen. Ne? Hier können neue Gefühle entstehen, trotz dessen, dass ihr zusammen gewesen seid. Die alten Gefühle kommen weg, ne? Das ist ja klar, dass du sie nicht löschen kannst, aber trotzdem bist du offen für das Neue, ne? Du heißt das Neue willkommen. Sehr, sehr schön, liebe Zwillinge. Toll. Okay, machen wir weiter. Für dich vom 1. bis zum 15. November mit meinen anderen Orakelkarten, die kannst du auch umsetzen, wo du die sie brauchst, ne? Also quasi, wo du das nötig hast. Dir Landonerei da una situazione. Okay, du hast dich hier von irgendeiner Situation entfernt. Das könnte auch gut sein, dass es jetzt mit der Vergangenheit zu tun haben könnte. Liebe Zwillinge, das könnte aber auch gut sein, dass du mit dieser Person noch vor kurzem zusammen warst, ne? Partner Karmico, du hast hier eine karmische Person gehabt. Mit einer karmischen Person kann man eigentlich nicht zusammen sein. Mit einer karmischen Person kannst du nicht eine Ewigkeit zusammen sein. Das ist ja auch glücklicherweise so, ne? Das ist ja auch positiv, weil du hast eine Lektion zu lernen und diese Lektion, die fesselt euch auch an, ne? Und wenn ihr das versteht, wenn ihr beide daraus gelernt habt, dann könnt ihr eine neue Beziehung anfangen, eine wahrhaftige Beziehung. Und das kann ich mir hier auch vorstellen, dass du mit Höchstwahrscheinlichkeit jemand begegnen kannst, liebe Zwillinge. Weil, wie gesagt, hier ist irgendetwas, ne, was hier auch, wie gesagt, mit jemandem zu tun haben könnte, der einen alten, wie sagt man das, du hast diese Person schon in einer früheren Inkarnation kennengelernt. Das sind meistens immer diese karmische Partner, immer. Man hat sie immer in einer früheren Inkarnation kennengelernt. Man war nicht fertig. Ne? Und dann macht man quasi in dieser Ebene weiter. In dieser Inkarnation habt ihr einander getroffen und da angefangen, wo ihr aufgehört habt. Ne? Quasi dann ist es zu Ende. Ne? Und das ist wirklich ein grande passo, wie sagt man das? Einen großen Schritt, den du machen wirst. Das ist ein riesiger Schritt. Das passt perfekt auch zu Neumond, weil das ist auch richtig, dass du dich hier entfernst. Also du musst dich hier entfernen. Du kannst nicht mit dieser Person zusammen sein. Und was ich mir hier vorstelle, ist auch für dich, dass du hier glücklicher bist, ne? Auch wenn du alleine bist, dass du dein Glück gefunden hast. Aber das schließt nicht ab oder quasi, das nimmt nicht die Theorie, dass du hier jemand kennenlernen kannst, jemand Neues, ne? Dass hier wirklich etwas geboren kann. Das muss jetzt nicht nur Liebe sein. Das kann auch gut sein, dass du einen guten Freund triffst, eine gute Freundin, die einfach für dich da ist und später kann sich etwas entwickeln. Ne? Das muss ja nicht unbedingt erstmal Liebe sein. Ne? Man muss nicht unbedingt mit einem Menschen gleich zusammen sein. Das sage ich immer wieder. Ne? Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Und guck mal, bisogno di riflettere. Das ist ja klar, man braucht hier Zeit, ne, um diese ganze Situation, smaltire, wie sagt man das auf Deutsch?
das beste Wort, ich sag mal, das Ganze zu bearbeiten, das Ganze irgendwie auch runterzuschlucken. Ne? Das ist ja nicht einfach, wenn du mit einer karmischen ja, Person zu tun gehabt hast, eine Beziehung. Ich hab's gewusst, Fiamma Gemella, ja. Normalerweise, liebe Zwillinge, also diese Karte kommt bei dir öfters raus. Also das wundert mich nicht. Du hast irgendwie diesen starken Bedürfnis. Ne? Du bist nicht umsonst Zwillinge, das sage ich immer. Liebe Zwillinge, das kann auch gut sein und meistens ist es immer so, ne? Wenn du mit einem karmischen Partner zusammen warst, ne? Und ganz viel verstanden hast und auch eine Evolution gehabt hast, dann bist du immer bereit, deine Zwillingsflamme zu treffen. Quasi, fast immer. Aber das ist nicht einfach auf dieser Ebene, auf dieser materiellen Ebene. Es kann gut sein, dass du seelisch schon bereit bist, aber in dieser materiellen Ebene noch nicht. Noch nicht, das ist noch nicht entstanden. Ne? Wer weiß, vielleicht hat es hier mit dieser Situation zu tun, weil Felicita, du wirst hier glücklich sein. Das sehe ich hier, ne? Wow. Ja, und du wirst hier wirklich auch deine Wertschätzung wiedererkennen. Diese Person und diese ganze Situation, was in dir passieren wird, ne? Das Ganze, was du jetzt von dieser Beziehung rausgenommen hast, bist du stärker herausgekommen. Du hast endlich deine Wertschätzung gefunden. Das ist oder das hat niemals mit den anderen zu tun, sondern wie wir uns selber sehen, was wir wirklich sind, ob wir Fehler haben. Ne? Jeder Mensch hat Fehler. Ob du jetzt die Allerschönste bist, ne? Und du hast eine Topfigur, du bist wunderschön, aber trotz dessen heißt es nicht, dass du perfekt bist, sondern diese Wertschätzung muss wirklich tiefer kommen, ganz, ganz tief. Das muss kommen wirklich von etwas von dir, die man auch, das kann man auch mit deiner wahren Essenz, ne? Deine richtige Essenz, dein Licht, du bist ein Lichtwesen, das ist die wahre Schönheit. Nicht, ob du jetzt äußerlich, ne? Sagen wir mal äußerlich die Beste oder der Beste bist, ne? Alles stimmt an dir, du hast den vollen Paket, nicht nur das zählt, ne? Diese Selbstwertschätzung, die gibst du dir nicht nur, machen wir jetzt mal ein Beispiel, weil du 30.000 Euro hast, ne? Und du dank diese 30.000 Euro eine Selbstwertschätzung hast, nicht wegen dem. Das ist ja auch diese eigene Selbstliebe, die du hast und die musst du immer haben, im Positiven und Negativen. Auch wenn du Fehlern hast, liebe Zwillinge, auch wenn du nicht der Perfekteste bist, ne? Man sagt es ja, nobody is perfect. Ne, ich sehe an diesem Wort nicht nur das Aussehen, sondern in allem Charakter auch. Das zählt auch damit. Was bringt es dir, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der vom Aussehen perfekt ist? Ne? Wow, ein Topmodel. An ihm fehlt nichts oder an ihr fehlt nichts. Und dann der Charakter ist richtig kacke. Ne? Was hast du davon? Nichts. Ganz ehrlich, du hast nichts. Liebe Zwillinge, okay, machen wir weiter, sonst rede ich, jetzt wollte ich gerade Schwedisch wieder reden, sonst rede ich stundenlang mit euch, ne? Ja, diese Schwäbische kommt halt schon raus, ne? Aber das ist normal hier bei uns, ne? Bei uns, also das sprechen alle so. Manchmal, ich habe selber Probleme, weil ich, ist ja klar, ich bin ja keine Deutsche. Aber selber ich weiß gar nicht mal, was sie damit meinen. Ne? Die sagen manchmal Wörter auf Schwäbisch, die ich noch nie gehört habe, liebe Zwillinge. Also das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und da muss ich auch immer gucken und fragen, ja, was hast du da gemeint? Okay, gut. Für dich, ne? Vom 1. bis zum 15. November. Bitte bedenke, dass diese Karten hier, die kannst du überall einsetzen, auch in deiner beruflichen Situation, liebe Zwillinge. Das ist ja klar, beruflich, finanziell, überall, überall. Mal schauen, was sie uns geben, ne? Vom 1. bis zum 15., was auf dich zutreffen wird für meine liebe Zwillinge. Mal schauen. Lacrime, oh, hier weint jemand, hier ist jemand sehr, sehr traurig. Hier ist irgendetwas passiert. Giovanni Bruno, hast du hier für diesen Mann die ganzen Tränen verloren? Für diesen Giovanni Bruno? Weil wir haben hier mehrere Theorien, ne?
Questo Giovane Bruno, der hier ganz sehr gut aussieht, das ist hier im südländischen Aussehen. Also das heißt jetzt nicht, dass er Ausländer ist, das sage ich immer wieder, weil viele das so verstehen. Er ist hier einfach von der Beschreibung Giovane Bruno. Bruno bedeutet bei uns in diesem Braunton, ne? Könnte dunkel sein, dunkle Haare, dunkle Augen. Aber der muss jetzt hier kein Ausländer sein, um Gottes Willen, das ist nicht damit gemeint. Das ist ja klar. Vom Aussehen, ne? Sie beschreiben hier einen jungen Kerl, der hier auch, sagen wir mal, um die 20 sein könnte. 20, 25. Ich gebe ihn maximal, wirklich. Das ist schon eine gesunde Grenze, 35. Aber älter ist er nicht, dieser Kerl. Älter ist er nicht. Und entweder hast du hier für ihn geweint oder du machst dir hier Sorgen für diese Person, ne? Oder das könnte hier eventuell auch die neue Person darstellen, ne? Eine neue Person, die in deinem Leben eintreten wird, ne? Das ist ja klar. Ich mach mal weiter. Diese Karte reicht mir nicht aus. Das ist noch zu wenig. Übrigens, du hast hier Schütze, falls dich das interessiert. Ja, ich vermute ganz stark, dass du hier wirklich, wie sagt man das? Ja, du lebst noch in dieser Präoccupation. Du machst dir halt Sorgen, ne? Du machst dir Sorgen um diese Situation. Wer weiß, hier könnte das auch ein Bruder von dir sein, ein guter Freund, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt der Liebhaber sein oder quasi das Herzensmensch von dir sein. Das könnte ja eventuell auch sein, ne? Weil du kannst mit dieser Person oder quasi du wirst mit dieser Person alles tun können, ne? Baldoria, das ist eine wunderschöne Karte. Entweder du erinnerst dich, ne? Du hast Erinnerungen bezüglich dieser Person, was du alles mit ihm oder mit ihr gemacht hast, ne? Dass du jede Scheiße mit dieser Person gemacht hast, ne? Wie gesagt, deswegen sage ich ja, ist es hier ein guter Freund, ein Kumpel auch? Das könnte ja auch ein Bruder sein. Also, ich merke das auch an meine Kinder. Die sind ja beide Zwillinge und die sind sehr verbunden, ne? Zwillinge, also quasi immer die, wo ich kennengelernt habe, ne? Ich sag ja nicht alle, aber meistens die, wo ich kennengelernt habe, zwischen Geschwisterliebe, ne? Zwischen Zwillinge, ist das immer eine starke Verbindung zwischen beiden, ne? Und meine Kinder sind das auch beide sehr, sogar sehr. Und das könnten hier Geschwister sein, ne? Das ist ja klar mit diesem Giovanni Bruno. Das könnte hier aber eventuell auch diese Person sein, mit dem du hier eine karmische Beziehung gehabt hast, ne? Nicht nur, das könnte hier auch die neue Person sein. Du weißt es ja, liebe Zwillinge, was gerade in deinem Leben geschieht, ne? Ich spicke mal ganz kurz drunter. Das ist die Katja. Ja, die Katja spickelt hier, ja. Es geht hier auch um krank zu sein, ne? Einem geht es hier nicht gut. Entweder ist es hier wirklich der Mann, quasi dieser Junge, oder es geht hier um dich, dass du jetzt hier es dir schlecht geht, ne? Wegen dieser Person sogar sehr, sehr schlecht, ne? Und du versuchst hier wirklich nach vorne zu schauen. Du versuchst das Ganze ja zu bearbeiten. Du musst es bearbeiten. Das ist ja klar, wenn das eine karmische Beziehung gewesen ist, bleibt dir nichts anderes übrig, als diese Situation zu bearbeiten, ne? Falls du jetzt aber sagst, guck mal, ich habe schon längst mit dieser Person abgeschlossen und ich habe gerade jemand kennengelernt, der quasi diesem jungen Kerl entspricht, ne? Von dem Aussehen. Und du sagst, ja, ich triff mich mit ihm, ne? Wir gehen was trinken. Das ist noch recht freundschaftlich, aber ich fühle noch nichts. Ne? Das könnte auch gut sein, dass du jetzt einfach noch nicht bereit bist, ne? Für eine neue Beziehung. Sowas in der Art. Ne? Du setzt das jetzt bitte um. Okay, jetzt nehmen wir die Tarotkarte und schauen uns das Ganze an. Was wird auf dich zutreffen vom 1. bis zum 15. November? November. Aha, guck mal, da hast du wieder Karma. Da hast du wieder Karma. Und Rate Schicksal. Das ist ja auch Karma, ne? Wow, hier könnte etwas eintreten. Ja, guck mal, es kommt hier eine tolle Angelegenheit in deinem Leben. Es dreht sich hier, das Rad des Schicksals dreht sich wieder auf deine Seite, ne? Es geht hier um dich selbst, ne? Ich vermute ganz stark, entweder
du bist jetzt alleine, du bist jetzt Single oder du bist schon eine Weile Single auch, ne? Also du bist schon eine gute Zeit alleine, ne? Liebe Zwillinge, und es geht dir gerade gut. Du hast alles, was du brauchst. Dir fehlt's an nichts, ne? Tatsächlich. Das könnte hier aber auch ein Job. Das könnte hier, was du mir sagen sie gerade, die Geistführer, das könnte hier auch eine Jobangelegenheit sein. Sagen wir mal hier, dass es Richtung diesem finanziellen, beruflichen Aspekt hier auch bergauf geht, ne? Dass du dich jetzt auch mal ein bisschen den Arbeit widmest, deine Dinge, du widmest dich hier um deine eigenen, dein Leben, ne? Du machst jetzt alles dafür, ne? Dass jetzt gerade die andere Seite auch, wie sagt man das, Apagande, wie sagt man das auf Deutsch? Dass die andere Seite dir auch diese gewisse Fülle gibt, ne? Dass du jetzt, wenn du Schwierigkeiten gehabt hast in der Liebe, ne? Dann sagst du, okay, ich habe da Schwierigkeiten, ne? Aber hoffentlich habe ich jetzt in meiner beruflichen Situation finanziell, ne? Mindestens geht es da mir besser, ne? Sowas in der Art sehe ich hier. Mal schauen, weiter. Ah, man ist hier so enttäuscht, man ist ja so enttäuscht. Ich vermute ganz stark, dass du hier wirklich diese Person fehlt dir. Diese Person fehlt dir irgendwie. Ne? Das ist ja klar. Du denkst hier noch an diese Person. Guck mal, fünf der Kelche. Ne? Aber du darfst nicht. Du darfst dich nicht noch mehr, wie sagt man das, in diesem tiefen Loch ziehen lassen, ne? Du musst rauskommen, ne? Das ist ja auch diese Opferkarte. Fünf der Kelche ist für mich immer dieses Opfersein, ne? Du musst rauskommen, liebe Zwillinge, damit es dir besser geht, ne? Weil, guck mal, es könnte auch gut sein, dass hier eine Chance ist, ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe, dass hier eventuell diese Person zurückkommen könnte, zurückkehren könnte. Aber weißt du, wenn das eine karmische Person ist, einen karmischen Partner, dann muss wirklich viel geschehen. Da müsst ihr euch wirklich sehr viel geändert haben, weil mit Höchstwahrscheinlichkeiten, so kenne ich das, ne, aus Erfahrungen, kommen karmische Menschen oder quasi eine Beziehung mit einer karmischen Person kann nicht wiederhergestellt werden. Das geht nicht. Die sind fertig. Die haben seine Mansion fertig, ne? In diese Inkarnation. Fast immer ist es so, ne? Vielleicht ist hier Stillstand. Vielleicht ist hier einfach momentan kein Kontakt auch mit dieser neuen Person, was mir hier kommuniziert wird, ne? Dieser Stillstand könnte hier auch mit dieser neuen Person sein. Ich vermute ja ganz stark, dass du unbedingt oder du hast Vertrauen, du gibst ja nicht auf, dass du dir das auch wünschen könntest, dass diese Person hier zurückkehren könnte, ne? Die andere Variante ist, dass du hier auch diese große Heilung haben wirst, dass du das schaffen wirst, liebe Zwillinge. Wir nehmen das im Positiven. Stell dir mal vor, du hast wirklich gelernt von dieser Person, ne? Und du könntest hier eine neue, ne? Eine neue Frau kennenlernen, einen neuen Mann kennenlernen, ne? Und mit dieser Person könntest du hier auch zusammenkommen, ne? Ich sag ja nicht für ewig und immer, für immer und ewig, ne? Das nicht, aber trotz dessen, ne? Gib nicht auf, weil diese Heilung könnte auch für dich deuten, ne? Nicht nur, dass du das dir wünschst, dass diese Person zurückkommen könnte, ne? Das ist ja klar, karmische Partner kommen öfters zurück, ne? Das ist nie ein richtiges wie sagt man das aus, ne? Manchmal kommen sie zurück, das ist dieses On und Off, ne? Guck mal, hier haben wir einen König der Stäbe. Ein König der Stäbe. Entweder ist es ja deine Energie, dass du hier auch sehr vorsichtig bist als Mann, ne? Du könntest ja deine Energien haben, oder das handelt sich hier quasi um diesen König der Stäbe, ne? Der König der Stäbe, der hier quasi die alte Energie repräsentieren kann, ne? Mit euch zwei oder zwischen euch zwei war eine starke Leidenschaft, eine schöne Chemie. Das ist ja klar, das kann man nicht unterschätzen. Passt auch wieder zu diesem jungen Kerl, weil der König der Stäbe ist ja auch Feuerelement.
ne, hat auch dieses Südländische, sage ich immer, ne, das muss nicht sein, aber das repräsentiert auch das, ne? Bitte setze das um, ne? Ich weiß ja nicht, was für eine Rolle dieser König der Stäbe in deinem Leben jetzt aktuell spielt, ne? Das könnte ja auch eine neue Person sein, aber ich vermute ganz stark, dass du dir hier irgendwie wünschst, dass diese Person hier zurückkehrt oder dass du hier auch er quasi, ne? Hier könnte sich auch die andere Person das wünschen, nicht nur du, ne? Da muss man auch immer vorsichtig sein. Und du sagst, guck mal, ich habe schon mit dieser Geschichte abgeschlossen. Ich bin fertig. Ich möchte nicht mehr, ne? Und die andere Seite, quasi der Mann oder die Frau, möchte immer noch, ne? Möchte immer noch diese Beziehung. Aber mit einer karmischen Person ist es wirklich nicht empfehlenswert, ne, liebe Zwillinge. Aber du machst das, wie du das möchtest, ne? So, ein Schluck getrunken, das muss sein. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Zodiac-Karten, Sternzeichen-Karten. Mit welchen Sternzeichen wirst du zu tun haben? Also auf jeden Fall, liebe Zwillinge, wirst du diese Heilung auch haben, ne? Das ist klar, weil Felicita da kommt nicht umsonst, ne? Das Glück kommt nicht umsonst. Das wird sich schon in die richtige Richtung wenden, ne? Geh nach deiner inneren Stimme. Das sage ich dir schon mal. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, eine ist schon gefallen. Du hast hier Wassermann. Du könntest hier dein Aszendent, dein Mondsternzeichen oder dein Venussternzeichen haben, ne? Du hast hier Steinbock. Und du hast hier alle Erdelemente. Du hast hier Stier, du hast hier Jungfrau und Steinbock schon wieder. Und du hast hier wieder Stier und dein eigener Sternzeichen. Nee, Entschuldigung, siehst du, hätte ich jetzt falsch gesagt. Entschuldigung. Du hast hier Stier und Waage. Waage und Zwillinge, das sind zwei Sternzeichen, die ich quasi auch öfters mal nicht verwechsel, aber die haben auch sehr viele Ähnlichkeiten, diesen Luftelement, ne? Okay, du hast hier quasi die Menschen, mit der du Kontakt haben könntest, ne? Vom 1. bis zum 15. Aber das sind auch, oder das könnten hier auch deine eigenen Energien sein, ne, liebe Zwillinge? Nimm das mit der Pinzette, weil das ist im Kollektiv und das sage ich immer wieder, die Karten haben keine Macht auf dich, sondern du hast deine eigene Macht in deiner Hand, ne? Das ist ja auch klar, liebe Zwillinge. Setze bitte nur das um, was du umsetzen kannst, ne? Erzwinge dich nicht. Ich freue mich über einen Feedback, ne? Du kannst gerne mir schreiben, sagen, ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, liebe Zwillinge. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Tschüss.